mache mal eine YouTube-Aufnahme. Rein in den Spaß. Und dann call ich The Helen. Hallo. Hallo an dich. Hoi Chat. Hallo YouTube. Hallo Ebelinien. Hallo an alle. Einmal bitte. Ich gebe mir Mühe, das Mikrofon heute nicht zu übersteuern. Ich verspreche es, hoffentlich. Das heißt jetzt nicht, ob das klappt. Achso, ich möchte mal, ich müsste ins Spiel kommen. Ich lade dich ein, hab dich eingeladen. Wollen wir Pi auf dem Ei weitermachen? Also, oder wir fangen was Neues an? Ich kannst mich bitte nochmal neu einladen. Also wenn wir Pi auf dem Ei weiterspielen, dann muss ich natürlich schon das Ei auf dem Kopf haben, oder? Grandios. Ich bin überrascht von mir selbst. Das ist richtig. Eigentlich müssen wir jetzt dann Eier nehmen. Wie soll das denn alles jetzt hier reinpassen, Alter? Wohin mit meinen Eiern? Das ist halt hier so der romantische, wisst ihr, wenn man mal einfach zu zweit sein will, in Ruhe, abseits von allen. Wir müssen uns nur abstimmen mit dem, wann du die anfragst und wann du was abgibst. Also wir lassen uns einfach mit den ersten Anfragen super viel Zeit. Da mache ich die erste Suppe. Ja, genau. Das ist doch supi. Und eine Suppe ist ja auch schon... Eine Suppe ist ja schon befriedigend. Ah ja, genau, Chat. Ihr könnt Ausrufezeichen Visit in den Chat schreiben. Das heißt, ihr kommt dann richtig als Gäste hier rein. Dient euch nicht. Oh Gott, ich muss ja auch noch die Servietten und das... Oh, okay, ich krieg das hin. Ah. Warte, ich kratze noch kurz am Bein. Ich muss mich mal wieder rasieren. Lass uns nicht vom Rasieren reden. Krise, Alter. Also, ich mache jetzt hier Suppe. Ja. Suppe ist Zwiebel und Fleisch. Und ich tue da erst Wasser rein, ne? Mm. Und erst Zwiebel muss gekocht werden. Und dann kommt das Fleisch. Genau. Okay, das mache ich. Mhm. Und dann mache ich nichts mehr. Okay, Chef. Chefin. Muss das Fleisch geschnitten werden für die Suppe? Nein. Nick, es tut mir leid, auch Knöchen, weil ihr müsst jetzt einfach ein bisschen Geduld haben, weil gar keinen Bock, euch zu bedienen gerade. Du musst halt nur bei dir da in deiner Bumskammer da gucken. Ja, ich gucke in die Bumskammer. Ah, ich habe doch ein Tablett, Alter. Damit bin ich doch viel schneller. Hallo. Okay, Nick, was willst du, bitte? Nach Kuchen. Oh, Eggie, da denkt sich so, aber den Raum, den nehme ich. Ja, würde ich mich mal reinpflanzen an der Stelle. Ist ja austauschen. Ich kümmere mich im Privaten um Eggie hin. Also Nick hätte gerne Pilzpie und noch ein Fleisch. Ich sag sogar eins, weil ich hab's gecheckt. Geil. Bei dem mit der Tischdecke teilt ihr euch das nämlich, Glümchen und Well. Ihr macht das ganz romantisch. Pilz. Ich glaube, wir brauchen gleich ein... Machst du mir noch ein Fleisch? Hä? Ich dachte nur eins. Ach ja, stimmt. Ich sag sogar eins, weil ich hab's gecheckt. I cannot. Das ist ein Teller auch. Boah, Elke, ja, ganz ehrlich. Oh, shit. Jetzt, So. Ja, guck, jetzt brüllst du ja sogar. Ich musste das einmal kurz rauslassen. Was mach ich denn jetzt? Jetzt mach ich ein Steak. Bin ein bisschen gestresst. Ja. Ich bin ein bisschen gestresst. Kann der auch irgendwie helfen vielleicht? Also eventuell. Aber ja, vielleicht. Sorry, ich bin auch gestresst. Zweimal Gemüse. Einmal Pilz, einmal Fleisch. So, bitteschön. Can do it. I can do it. Ein Kuchen. Ich mach den. Wobei, nee, ich muss den. Ich muss den. Dann mach du einen Kuchen. Brot. Oh shit, ey. Okay, also muss ich mich jetzt um Brot kümmern. Dann packe ich hier noch, weil dann kann ich hier auch noch eine Suppe reinstellen. Ja, perfekt. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist fürs Brot. Wow. Da kommen zwei Scheiben Brot drauf. Wow. Da kommen zwei Scheiben Brot drauf. Die muss ich dann da drinnen holen. Ja, okay. Weißt du, was ich kann smart das ist, glaube ich. Was denn? Ach nee, es ist schon smart, dass es da steht, glaube ich. Es mangelt halt manchmal bei Helena und mir, mangelt es manchmal an Kommunikation, wisst ihr? Weil naja. Helena stellt sich dann hier an den Tresen. Ich spiele das mal kurz nach. Helena hat so ein Tablett, warte, ich bin ne? Du. Küche, wenn du ich bin ich in der Küche. Und, sie kommt hier hin und ich bin schon übel gestresst. Und sie kommt hier hin, es ist fast durch und schreit, es ist das Falsche. Aber sie sagt mir nicht, was falsch ist und sie sagt auch nicht, was sie braucht. Sie schreit aber nur ganz laut, es ist das Falsche. Mehr Informationen. Ich weiß nicht, was falsch ist. Du musst mit mir reden. Warte, wie geht Brot machen? Mehl kneten? Ja, also du machst... Dann in den Ofen? Ja, aber du machst das Mehl nur bis zu der Kugel. Also du knetest, kannst das Mehl ja zweimal kneten, theoretisch. Also Kugelofen. Kugelofen. Kneten, kneten, kneten. Ofen. Kneten, kneten. Und jetzt musst du schneiden. Ja, genau. Aber noch nicht. Lass das erstmal, weil das nimmt sonst erstmal nur Platz weg. Schneide ich das jetzt? Ja, brauchst es noch nicht. Ja, genau. Und da müssen aber mal zwei Scheiben drauf. Jetzt! Egal, ist okay. Servietten. Scheiße. Hallo? Ich musste das jetzt immer hier hochbringen. Das war richtig dumm, dass da das Ding jetzt liegt.
Hä, ich hatte das erst da unten. Ich habe das aber nicht weggeräumt. Nee, ich habe es weggeräumt, weil du dich beschwert hast. Ich habe mich gar nicht beschwert. Ich habe gefragt, was ist denn das? Oh, das geht. Sag mal Brot, bitte. Ich hole mir die neue Suppe, weil ich bin sehr vorbildlich. Ja, also das hier müssen wir ändern. Ja, okay, das stellen wir um dann. Ja. Gottlos gehört. Oh, war nur Spaß. Könnt ihr bitte nicht nach da hinten gehen? Dann mach jetzt nochmal Gemüse und Fleisch, bitte. Ja, okay. Oh, schnell. Gib mir das schon mal, ich geb schon mal eins ab. Oh. Hey, wohin gehst du denn? Übertreib jetzt nicht. Ich hatte so Angst. Alles gut. Ich hab ein Brot auf meinem Tisch. Nein, was sind zwei Scheiben drauf? Weil da zwei Scheiben. Es ist ein Zeichen! Oh mein Gott, wir hatten noch... Schnell! Was machst du denn? Ich weiß nicht. Pack das Geschirr weg hier. Welches Geschirr denn? Das hier! Okay, chill. Ich habe jetzt gerade Nackenschmerzen bekommen, weil ich mich so angespannt habe. Ich habe geschwitzt, Alter. Geschwitzt wie ein Löwe. Schwitzen Löwen? Kuchen, bitte. Das ist doof, ich habe jetzt nur einen. Kundenbewertung. Die Bedienung ist sehr laut, schreit sich an wegen Brot. Zwei Scheiben drauf, weil da zwei! Und man wartet sehr lange auf seine Bestellung. Gar keinen Bock habe ich zu bedienen gerade. Aber trotzdem war es lecker. Bei meinem ersten Besuch im Restaurant Pie auf dem Ei war ich äußerst zufrieden. Die Kellnerin war zwar beim ersten Mal schon etwas anders und meinte, sie hat keine Lust, mich zu bedienen. Dient euch nicht. Beim zweiten Mal wollte mir die Bedienung eine Scheibe Brot für zwei verkaufen. Da musste sie leider das Restaurant verlassen. Ich hole mir die Brettchen, ey. Brot, das macht die Leute froh. Guck mal. Toll, hast du das gemacht. Okay, wait. Ich habe zwei Scheiben Brot. Ich habe da kurz so ein Problem. Nur, wo ist ein Mülleimer? Try. Ah, danke, du hast es mit dem Brot gemacht. Ich brauche Brot. Try. Warte, mach ich erst die Scheiben? Nein, ist egal. Ja, was denn jetzt? Ist egal, mach einfach, du kannst doch einfach erst ein Brett nehmen und dich dann damit vors Brot stellen. Das Pilz. Geht einfacher. Pilz, hast du gehört, ne? Ja. Ja, ohne Tablette ist es auch ein bisschen besser jetzt gerade, habe ich das Gefühl. Hä? Huh? Hey. Ich kann diese... Okay, machen wir jetzt so. Ich bin konzentriert, ich kann es schaffen. Achso, gar keiner will Suppe. Ich kann es schaffen. Konzentriert, ich kann es schaffen. Ich bin super konzentriert und ich schaff alles. Gut. Kein Problem, ich krieg das alles super hin. Oh. Geht's mit dem Tablett? Oder? Ja, manchmal ist es halt einfach undankbar. Hell, wir sind diesmal richtig gut. Voll. Aber man will das Lob ja nicht vom Abend loben. Genau, das wäre fatal, wenn man das Lob vom Abend lobt. Brotet, ja. Kotet. Man will das Brot ja nicht vom Abend koten. Ja, den Tag nicht vom Koten loben. Lob kotet den Kot. Was willst du denn hier? Pilz. Gangsalat, ich habe hier für dich extra zubereitet. Eine wahnsinnig großartige Pilzspeise, da ich gesehen habe, dass du das... Lass es dir schmecken. Ich kaufe jetzt hier die Statue. Aber so, dass man den essen. Ja, warte. Okay, warte. Hier ist nur eine Tapete. Ist hässlich. Ich glaube auch. Soll ich sie trotzdem an die Wand ballern? Nein. Tu's nicht. Helena, pack die weg. Nein. Aber der Raum ist so klein. Die können wir gucken, wie die den Apfel rein, oder? Well geht einfach immer nur da hinten rein, ne? Well wollte sich den S erstmal angucken. Luminum und Slippy Smish sind auch am Start. Ich mache jetzt was ganz Verrücktes. Can't wait to see. Bitte. Die haben jetzt auch mal eine Serviette bekommen. Wie ein Profi-Chat, seht ihr das? Das kommt so ein Kindgebären hier hinten. Warum ist hier alles voll? Schnell! Ja, ich kann dir nicht helfen. Mach das doch in die Spüle, da muss eh Wasser rein. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, scheiße. Okay. Okay, bring mal eine Pastete. Hol die schnell. Ja, hier unten. Hier unten. Ach, es wird ja eh nichts mehr. Pain. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt ein bisschen traurig. Ja, es ist echt traurig. Man kann das dann nicht mehr benutzen, doch, ne? Man kann Franchise schaffen. Franchise. Das ist dann, dass man die Karten behält, also das Menü quasi. Ja, aber ist doch gut, oder nicht? I guess. Hä, das ist trotzdem weg. Ja, der Speicherstand ist weg. Dumme Katze, geh aus dem Weg.